sprichst du mit der Mutter Oberin wegen Claudia? Ich möchte endlich Novizin werden. In München geht's drunter und drüber, seit Hildegard das Mutterhaus verlassen hat. Da hat die Mutter Oberin sicher keine Zeit, sich auch noch darum zu kümmern. Wer ist das? Weiß ich nicht. Habt ein wenig Geduld. Du kannst den Herrn Hund ruhig streicheln, der freut sich darüber. Ich bin Schwester Hanna und wer bist du? Oskar Schiller. Ich bitte um politisches Asyl. Marita. Ach, du bist. Wo bin ich? Bei mir zu Hause. Sieht aus wie ein Hotelzimmer. Mein Ex-Ehemann hat sich's bei uns zu Hause mit seiner Geliebten bequem gemacht. Ich bin sowieso die meiste Zeit im Büro. Das ist aber lieb, danke. Bitte schön. Du warst ganz schön betrunken, als du gestern bei mir geklopft hast. Hab ich das? Kannst du dich erinnern, dass du vor mir auf die Knie gefallen bist? Die Kniescheibe tut weh. Und weißt du auch noch, warum du vor mir auf die Knie gefallen bist? Weil ich dir einen Hai? Ratsantrag? Du hast mir einen Heiratsantrag gemacht. Und? Ja. Das kam für mich auch sehr überraschend. Sag mal, wieso hast du dich eigentlich jetzt, ich glaube, 2 Tage lang nicht gemeldet? Ich habe für deinen Wellness-Tempel einen Bauunternehmer aufgetrieben und habe mit ihm die Kosten kalkuliert. Plus, minus. Ja, mal sehen. Sag mal, Maria. So viele Nullen? Naja, dass es teurer wird. Das war ja wohl klar. Sprich mit diesem Staatssekretär. Mit dem Walsch? Ja, das habe ich schon. Ich meine, ich habe dem alles aus den Rippen geleiert, was es an Fördermittel gibt. Ja, also die Kuh ist gemolken. Dann nimm eine andere Kuh. Stehen ja genügend auf der Weide rum. Mhm. Der Bund, das Land, die EU. Dein Wellness-Tempel ist unser gemeinsames Traumprojekt. Mhm. Und wer weiß, wenn wir es verwirklichen, vielleicht sage ich ja dann ja. Politisches Asyl? Wie ein Asylbewerber sieht er ja nicht gerade aus. Ich glaube auch nicht, dass es bei ihm um politisches Asyl geht. Er wird den Begriff irgendwo aufgeschnappt haben. Lass nur. Hildegard kümmert sich drum. Sie hat jetzt unser Büro in Beschlag genommen. Kloster Kaltental, Schwester Hildegard. Schwester Julia hier. Hildegard, kannst du mir sagen, wo ich die Quartalzahlen unserer letzten Spendeneinnahmen finde? Kümmerst du dich jetzt um die Mutter Oberin? Schwester Friederike hat aufgegeben. Schwester Julia? Wie lange muss ich denn noch warten? Sofort, Mutter Oberin! So kann man doch kein Vorzimmer führen, wenn ständig jemand anders am Schreibtisch sitzt. Bitte, Hildegard, die Mutter Oberin hat schon schlechte Laune. Geh in den Ordner Umsätze, dann unter Einnahmen. Aber in welchem Ordner? Hier gibt's blaue, graue, grüne. Im Computer. Dort findest du dann die Jahres- und die Quartalszahlen. Moment. Danke. Ich druck die Zahlen gerade aus, Mutter Oberin. Mit wem telefonieren Sie die ganze Zeit? Ich. Schwester Hildegard hat sich ins Kloster Kaltental zurückgezogen, um Ruhe zu finden. Das sollten wir respektieren. Aber ohne sie. Geht es auch. Bischof Rossbauer kommt später vorbei. Bitte sorgen Sie für den richtigen Tee und seine über alles geliebten Kekse. Ich kümmere mich darum, Mutter Oberin. Nun erklär mir doch mal, warum du politisches Asyl brauchst. Weil meine Mutter mich ständig überwacht und mir sagt, was ich zu tun habe. Eltern kümmern sich um ihre Kinder, das ist ganz normal. Was ist das? Mein Stundenplan. Von 7.30 Uhr bis 1 Uhr hatte ich heute Schule. Eine halbe Stunde Mittagessen. Ja, und dann von 1.30 Uhr bis 15 Uhr die Hausaufgaben machen. Dann Geigenunterricht, Reitunterricht und dann die restlichen Hausaufgaben machen. Geige üben und dann in der Woche Malkurs, je nachdem. Und wann spielst du mit deinen Freunden? Ja, wenn es hier im Terminkalender steht. Playtime ist morgen von 15 Uhr bis 17.30 Uhr. 90 Minuten. Beim Freund. In der Wohnung. Mhm. Meine Mutter hat Angst, dass ich mich verletze, wenn ich draußen spiele. Oder mich dreckig mache. Macht es Spaß, so zu spielen? Geht schon. Bitte, Schwester Hanna, ich will hier bleiben. Sogar schon mein Handy ausgeschaltet. Den Akku rausgetan. Warum denn? Wegen der GPS-Auto. Hanna? Weißt du, wo Agnes steckt? Ja, draußen im Hof. Ist alles in Ordnung?
Ja, alles bestens. Nur ein kleiner Notfall im Mutterhaus. Hildegard, was denn? Agnes? Hildegard, kannst du mir einen Gefallen tun? Es geht um einen Termin bei der Mutteroberin. Da musst du im Mutterhaus anrufen. Wenn ich da anrufe, dann dauert es Tage, bis ich einen Termin bekomme. Aber wenn du deine Beziehung spielen lässt, dann klappt es vielleicht heute noch. Heute noch? Worum geht's denn? Claudia muss dringend mit der Mutteroberin sprechen. Es ist wirklich wichtig. Na gut, ich werde sehen, was ich machen kann. Danke. Agnes. Meinst du, sie schafft das? Mhm. Hoffentlich tun wir das Richtige. Hinter Hannas Rücken zur Mutteroberin zu gehen. Ich habe da nicht so ein gutes Gefühl dabei. Aber ich will einfach nicht mehr länger warten. Herein. Frau Laban. Ah, Herr Bolland-Käfer. Ich habe mich gefragt, ob ich Sie wohl mal zu einer Tasse Kaffee einladen darf. Wie komme ich zu der Ehre? Nun, ich wollte Sie fragen, ob ich im Falle meines Wahlsiegs mit Ihrer Unterstützung rechnen kann. Ich glaube nämlich, dass wir ein richtig gutes Team wären. Herr Lehmann schwärmt ja in den höchsten Tönen von Ihnen. Oh, Herr Treptow. Oh ja, guten Tag. Bitte, Frau Laban, der Herr Bürgermeister möchte die Akten in seinem Büro, bevor er kommt. Ja, dann legen Sie sie auf seinen Schreibtisch. Herzlichen Dank. Entschuldigen Sie mich kurz, ja? Herr Treptow? Ja? Wie Sie vielleicht wissen, werde ich bei der Bürgermeisterwahl gegen Herrn Wöller antreten. Ja, das weiß ich. Und ich würde mich sehr gerne irgendwann mal mit Ihnen über das kulturelle Konzept der Gemeinde unterhalten. Naja, das liegt momentan ein wenig im Argen. Aha. Und woran liegt's? Vielleicht an den 4 Millionen, die Herr Wöller für ein baufälliges Kloster zum Fenster hinausgeworfen hat? Also, soweit ich weiß, steht die Finanzierung. Weil seine Parteifreunde in München mit den Fördertöpfen des Landes Schindluder treiben. Bitte, dazu kann ich wirklich nichts sagen. Ja, ich bin nur der Kulturreferent der Stadt. Und warum muss sich ein Kulturreferent mit Bauunterlagen abschleppen? Naja, wie gesagt, die Kultur liegt im Argen, ich weiß. Und sie lässt man hier Botengänge verrichten, also wirklich. Sobald ich den Kulturetat verdoppelt habe, wird es sowas nicht mehr geben. Verdoppelt? Naja, eine Gemeinde ohne Kultur verkommt doch zu einer seelenlosen Zweckgemeinschaft. Ja, ja, genau. Aspirin, Wasser. Kaffee extra stark, genau in der Reihenfolge. Herr Huber hat mehrmals versucht, Sie zu erreichen. Und, haben Sie ihn abgewimmelt? Wie Sie es gesagt haben. Allerdings habe ich die Flüche und Schimpfwörter weggelassen. Brav. Guten Morgen, Herr Wöller. Die gewünschten Akten finden Sie auf Ihrem Schreibtisch. Und der Gegenkandidat hat Ihnen vermutlich beim Tragen geholfen, nicht? Um sich seinen vermeintlich zukünftigen Arbeitsplatz anzuschauen. Aber, Herr Wöller, gut, darüber reden wir dann nach meiner Wahl, ja? Oh ja, gerne. Wie war gleich nochmal Ihr Name? Bolland Käfer. Käfer, genau. Ich wusste, dass da ein Krieg hier vorkommt. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Schlecht geschlafen oder Alkoholprobleme? Ja, schließen Sie es von sich auf andere. Darf ich Ihnen einen Besucherkognak anbieten? Oder was verschafft mir die Ehre? Ich habe mich nur ein wenig mit Herrn Treptow unterhalten. Aha, was haben Sie ihm versprochen? Kulturetat verdoppelt, damit er mir in den Rücken fällt? Also, ich war schon Bürgermeister, da sind Sie noch in den Windeln rumgelaufen. Ist doch ein Grund mehr, Sie endlich abzulösen. Genau. Frohes Schaffen, Herr Bürgermeister. Danke, danke, danke. Nutzen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal bei Gelegenheit bei einer Tasse Kaffee austauschen könnten. Wiedersehen. Wiedersehen. Und was hat er Ihnen versprochen? Das Standesamt? Also, ich würde mir das an Ihrer Stelle sehr genau überlegen. Also, erst mal einen Kaffee. Stark, habe ich gesagt. Solche Sorgen um dich gemacht. Frau Schiller? Sie müssen Schwester Hannah sein. Ich habe Sie angerufen. Vielen Dank, dass Sie sich um Oskar gekümmert haben. Ich wollte ihn vom Geigenunterricht abholen und zum Reitunterricht fahren. Und dann war er nicht da. Und sein GPS-Signal, das war auch verschwunden. Ich bin fast gestorben vor Angst. Mach das nie wieder, hörst du? Ach, kommen Sie doch noch auf einen Tee mit hinein. Tut mir leid, aber Oskar muss noch Hausaufgaben machen. Die hat er schon gemacht. Oh. Na, wenigstens etwas. Der ganze Tag ist so völlig durcheinander geraten. Bitte, 5 Minuten. 5 Minuten. Mama, darf ich hier warten? Du kannst, aber du bleibst genau hier und rührst dich nicht vom Fleck.
Ich halte dich von dem Hund fern. Ich muss die Polizei anrufen und Entwarnung geben. Ich weiß nicht, was in meinen Sohn gefahren ist. Danke. Ich denke mal, Oskar wird etwas Zeit für sich gebraucht haben, um mal durchzuatmen. Hier? Ja, viele Menschen kommen hierher, um Ruhe zu finden. Naja, aber Oskar ist noch ein Kind. Auch Kinder sind manchmal überfordert. Dann muss er mir das sagen und dann hätte ich das doch mit eingeplant. Sie planen alles für Ihren Sohn? Bei dem Pensum, was Oskar zu absolvieren hat, da muss ein gewisses Maß an Planung und Struktur einfach sein. Oskar, wächst das alles über den Kopf, Frau Schiller? Die Schule, der Geigenunterricht, der Reitunterricht. Dass man sein Leben so durchorganisiert, das macht ihm Angst. Also mir würde das auch Angst machen. Überlassen Sie das doch bitte mir, zu beurteilen, was meinem Kind Angst macht und was nicht. Ja, sicher. Manchmal ist es viel für ihn, das weiß ich. Aber das wird heutzutage einfach erwartet. Von wem? Ja, glauben Sie, mir macht das Spaß, den ganzen Tag von Termin zu Termin zu hetzen, meinen Sohn von A nach B zu fahren und immer für ihn da zu sein? Aber Oskar braucht mich. Oskar kam hierher und hat um politisches Asyl gebeten. Das hat er irgendwo aufgeschnappt. Selbst wenn er diesen Begriff nur aufgeschnappt hat, wie verzweifelt muss er gewesen sein, dass er so etwas tut? Sie können leicht über mich urteilen, wie ich mein Kind erziehen soll. Sie haben keine Kinder. Nein, das habe ich nicht. Aber ich muss mich um alles alleine kümmern. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was von meinem Leben noch übrig ist. Aber ich opfere mein Leben gern für mein Kind. Also erklären Sie mir nicht, wie ich mein Kind zu erziehen habe. Schwester Hannah. Frau Schiller. Frau Schiller. In was hast du dich jetzt wieder eingemischt? Ich habe mich gar nicht eingemischt. Ich wollte nur helfen. Hannah wollte wirklich nur helfen. Oskar, du sollst doch keine Tiere anfassen. Ich hab dir doch gesagt, wie gefährlich das ist. Willst du krank werden? Nein. Na gut. Ins Auto. Halt! Was ist? Ein Stundenplan. Wo die Helikopter kreisen. Was meinst du denn jetzt damit? Eltern wie Frau Schiller, die beschützen ihre Kinder rund um die Uhr. Sie kreisen über ihnen wie Hubschrauber. Aber das ist doch schrecklich. Das nennt man moderne Kindererziehung. Der Herr Huber. Schwester Hannah. Dass Sie sich noch hierher trauen, Herr Huber, nachdem Sie uns hier eine halbe Baustelle hinterlassen haben. Ja, ich hab gedacht, in ein paar Wochen, da ist... Da ist dann hier sowieso eine Großbaustelle. Ein Spaßbad aus einem Kloster, Herr Huber. Schwester Hannah, ich bin Bauunternehmer. Ich baue. Alles andere? Soweit ich gehört habe, bauen Sie Herrn Wöllers Wellness-Tempel nicht. Deswegen bin ich ja hier. Sie erwarten doch jetzt nicht ernsthaft von mir, dass ich den Herrn Wöller davon überzeuge, dass er Ihnen noch eine Chance gibt. Ich hätte gerne, dass Sie ihn zur Vernunft bringen. Oh, das versuche ich, seit ich ihn kenne. Leider mit bescheidenem Erfolg. Diese Frau Reinders. Ach, Herr Wöllers Architektin. Und große Liebe. Die hat einen neuen Bauunternehmer für das Projekt gefunden. Es geht also weiter. Naja, ich konnte einen Blick in die aktuellen Pläne werfen. Schwester Hannah, was der Wolfi da vorhat, das ist der totale Wahnsinn. Haben Sie von Herrn Wöller je etwas anderes erwartet? Naja, dieses Spaßbad ist für ihn selbst eine neue Dimension. Das kommt nur daher, dass ihn keiner auffällt. Ja, diese Frau Reinders plant fröhlich vor sich hin. Der Wolfi ist bis über beide Ohren verliebt und dieser neue Bauunternehmer, der hat nur noch Dollarzeichen in den Augen. Das Spaßbad wird gebaut. Laut Herrn Lehmann von der Opposition ist das nicht mehr aufzuhalten. Ich weiß, das Kloster ist nicht mehr zu retten, aber die Gemeinde. Wir müssen versuchen, Wolfi auf ein normales Maß, was den Bau betrifft, zurückzuführen. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Sie müssen es ja nicht wegen mir tun, auch nicht wegen dem Wolfi, aber wegen der Gemeinde. Ich meine, von der Kamikaze-Aktion erholt sich Kaltenthal nie wieder. Und wie weit bist du? Jetzt hetz mich nicht so. Ihr hättet mir früher sagen müssen, dass im Mutterhaus die Kekse für Bischof Roßbauer ausgegangen sind. Im Moment würden Sie im Mutterhaus noch nicht mal merken, wenn Ihnen die Bibeln ausgehen. Dann geh zurück und kümmere dich darum. Ich lebe jetzt hier. Du hast dein Büro vom Mutterhaus hierher ins Kloster verlegt. Ich helfe nur noch ein wenig aus, bis ich meine Nachfolgerin allein zurechtfinde. Aha, und was dann? Werde ich hier zur Ruhe kommen, mit euch beten, meinen Roman schreiben und den Alltag im Kloster besser organisieren. Hier macht jeder, was er will. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Das muss besser geplant werden.
Wir sind hier nicht das Mutterhaus. Das weiß ich. Dann bring hier nicht alles durcheinander. Es ist zwar nicht perfekt, aber es ist gut so, wie es ist. Zurück, ja? Ja. Schwester Hanna, richtig? Ja, was tun Sie hier? Ich hatte gehofft, Herrn Wöller anzutreffen für Friedensverhandlungen. Hatten Sie Streit? Ich glaube, dass Herr Wöller diesen Wahlkampf ein bisschen zu verbissen sieht. Aber er ist wohl im Ochsen, seinem Zweitbüro, wie ich gehört habe. Ja, und Frau Labern macht vermutlich Mittagspause. Hab ich wohl Pech gehabt. Naja, ein andermal. Schwester Hanna? In Brüssel schmeißen sie die Euros nicht mehr eimerweise, sondern containerweise zum Fenster raus. Ja, da muss so ein bisschen was abfallen für Kaltenthal. Bei ein paar zusätzliche Millionchen, 2, 3, 4, 5. Also Wutanfälle machen sie nicht besser. Also lass dir was einfallen, ne? Bisschen baldiger Bett. Ach, Frau Labern. Na, wie war die Mittagspause? Zu kurz. Frau Labern, Sie müssen mir einen Gefallen tun und eine außerordentliche Gemeinderatssitzung einberufen, gleich morgen früh. So kurzfristig, das geht nicht. Ich spreche mit Herrn Lehmann, aber das Wunder, das können nur Sie vollbringen. Also, was Sie da von mir verlangen? Bitte, wirklich, es ist so wichtig für die Gemeinde. Die Gemeinde? Ja. Vertrauen Sie mir. Was soll auf die Tagesordnung? Sagen wir die offizielle Vorstellung des Gegenkandidaten. Herr Wöller, ja. Jetzt erschrecken Sie mich doch nicht so. Ich gehöre hierher. Im Gegensatz zu Ihnen. Sagen Sie, hat die Laber noch Mittag oder was? Ich weiß nicht. Ich muss mit Ihnen reden. Na gut. Was haben Sie diesmal für einen Zargnagel dabei? Den großen oder die vielen kleinen? Der Herr Huber schickt mich. So? Ja, er macht sich Sorgen um Sie. Um mich? Ja. Ja, das kann er sich schenken, bitte. Danke. Es geht um Ihren Wellness-Tempel, Herr Wöller. Sie stürzen damit die Gemeinde ins finanzielle Unglück. Sagt wer? Der Herr Huber, und der kennt sich aus damit. Der Huber will nur zurück ins Boot und spannt Sie dafür ein. Aber ich rudere nicht mit Verrätern, die haben die große Liebe nicht können. Sie sind manchmal sowas von stur. Was heißt stur? Weil er gibt nicht nach. Er geht lieber unter, anstatt auf seinen besten und einzigen Freund zu hören. Sie und der Hermann, Sie gönnen mir einfach nicht mein Glück. Das ist alles. Das Kloster gehört der Gemeinde und der Wellness-Tempel wird gebaut. Und ich, ich werde bald heiraten. Sie wollen heiraten? Ich habe die Marita gefragt, sie hat so gut wie ja gesagt. Na, jetzt wundert mich nichts mehr. So, und jetzt möchte ich mich ungestört in mein Glück sonnen. Sagen Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Von mir kein Wort. Nur ein glückliches Lächeln. Ja, unsere Scheidung steht nichts mehr im Weg. Ich hoffe, du freust dich. Nein, gar nicht. Ach, auf einmal? Ich muss morgen nach Dubai. Für mindestens 2 Jahre. Großauftrag. Das freut mich für dich. Gratuliere. Begleite mich. Wir sind auf dem besten Weg, uns scheiden zu lassen. Außerdem hätte deine Geliebte sicherlich was dagegen. Wir sind getrennt. Also ich habe mich getrennt. Warum? Ging mir auf die Nerven, von Anfang an. Hätte ich dir gleich sagen können. Hast du, aber ich habe nicht auf dich gehört. Komm mit mir nach Dubai. Lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Hier ist ein Ticket auf deinen Namen ausgestellt. Steig mit mir morgen in den Flieger oder schmeiß es weg. Die Entscheidung liegt bei dir. Oskar, was machst du denn hier?
Ich möchte mit der Hund spielen. Weiß deine Mama Bescheid? Ja, ja, ja. Und sie hat nichts dagegen? Soll ich dir noch mal einen heißen Kakao machen? Ja, später. Danke. Hildegard, Herr Stolpe ist da. Herr Stolpe, die Kekse für Bischof Rossbauer. Danke für Ihre Hilfe. Warum haben Sie mir denn nicht gesagt, dass ich jetzt hier leben? Weil ich mich erst noch daran gewöhnen muss. Die Mutteroberin wollte mir das Schreiben verbieten und sie wollte mir jeden Kontakt zu Ihnen untersagen. Sie haben wegen mir das Mutterhaus verlassen? Also, Sie sind nicht der einzige Grund, nur einer von vielen. Aber dieser eine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Bringen Sie einfach die Kekse ins Mutterhaus. Ja. Ohne davon zu naschen. Bleiben Sie standhaft. Sie können sich wie immer auf mich verlassen, Schwester Hildegard. Mutter Oberin? Ja? Schwester Lela und... Claudia, einfach nur. Ja, danke, Schwester Julia. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Termin haben, Schwester Lela. Das hat sich kurzfristig so ergeben. Kurzfristig, dank Schwester Hildegard. Schon gut, worum geht es? Claudia, sie möchte unserem Orden beitreten. Sie sind die junge Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Schwester Hanna hat mir davon erzählt. Weiß sie, dass Sie beide hier sind? Nicht direkt. Nein. Und warum nicht? Sie hat uns geraten, noch zu warten, weil im Moment die Stimmung im Mutterhaus etwas angespannt ist. Das heißt, Ihr Wunsch, Novizin zu werden, hat einen Haken. Ich weiß nicht viel über mein bisheriges Leben. Aber ich weiß, dass ich bei der Bundeswehr war. Ich war in Afghanistan stationiert und wahrscheinlich habe ich auf Menschen geschossen. Trude, jetzt, ich habe nur einmal einen über den Durst getrunken. Trude, jetzt, das habe ich dir doch schon gesagt, bei einem Kollegen auf dem Sofa. Ich liebe doch nur dich. Dann vertrau mir auch. Ich dich doch auch. Kuss. Herr Meier, warten Sie schon lange. Schwester Hanna, es hätte auch noch Stunden sein können. Ich brauche Ihre Hilfe. Geht's um Ihre Tode? Ist was passiert? Na, was ist los? Wir haben gestern den Junggesellenabschied eines Kollegen gefeiert. Danach konnte ich nicht mehr fahren. Also habe ich bei einem der Kollegen auf der Couch geschlafen. Und Ihre Trude denkt jetzt, wer weiß was. Ich liebe meine Trude. Das weiß ich. Und meine Trude liebt mich. Das weiß ich auch. Aber sie bringt mich trotzdem um. Und warum sollte sie das tun? Weil mein Ehering verschwunden ist. Herr Meier. Ich habe schon alles abgesucht. Vielleicht ist er ja zwischen die Kissen der Couch ihres Kollegen. Ach, daran habe ich auch schon gedacht. Aber mein Kollege hat seine Couch bereits zerlegt und nichts gefunden. Meine Trude verzeiht mir das nie. Herr Meier, jetzt mal ganz ruhig. Wo sind Sie denn gestern Abend gewesen? In einem Lokal. Ja, dann fahren Sie dorthin und fragen nach. Meine Trude das erfährt. Ganz ruhig, Herr Meier. Sie finden den Ring und dann erzählen Sie Ihrer Trude, wo Sie gewesen sind. Muss das sein? Herr Meier. Also, dieses Lokal, das öffnet nur abends. Ja, weil das, was da geschieht, also, das ist, oh, wie soll ich sagen, nicht so ganz jugendfrei. Sie waren in einem Stripclub. Es war ein Junggesellenabschied. Ich wollte da nicht hin. Ja, ich fürchte, da müssen Sie noch mal hingehen. Ich dachte, könnten Sie mit den Damen... Ich? Einer Nonne werden Sie vertrauen, einem Polizisten weniger. Herr Meier, bitte nicht. Ich bin immer für Sie da, Schwester Hanna. Dieses Mal müssen Sie für mich da sein. Bitte. Ja. Ich möchte Novizin werden. Mein Leben und meine Zukunft Gott widmen. Warum ist da meine Vergangenheit so wichtig? Weil es dabei nicht nur um Sie geht. Als Mutter Oberin ist es meine Aufgabe, den Orden zu leiten und zu beschützen. Was soll das heißen? Ich werde kein Novizin. Mutter Oberin? Bischof Rossbauer? Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen. Schwester Lela. Bischof Rossbauer? Das ist Claudia. Sie wohnt bei uns im Kloster und wollte Novizin werden. Der Orden ist über jedes neue Mitglied erfreut. Würden Sie Bischof Rossbauer und mich jetzt bitte alleine lassen? Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit Amen. Es tut mir leid. Es tut
tut mir so leid. Was ist denn mit Schwester Lela? Ihre Freundin möchte Novizin werden. Ich habe abgelehnt. Es gibt nicht mehr sehr viele junge Frauen, die Novizin werden möchten. Man sollte jede einzelne von ihnen willkommen heißen, wenn sie es denn wirklich ernst meint. Die junge Dame war bei der Bundeswehr in Afghanistan. Sie hat unserem Land gedient und Menschen in Not geholfen. Wo liegt das Problem? Bischof Rossbauer, wir haben bereits einen Skandal. Fotos, die die verstorbene Baronin Mutter in sehr kompromittierender Weise zeigen. Wir können uns keinen zweiten Skandal leisten. Hat dieser Skandal, wie Sie es nennen, eventuell auch damit zu tun, dass Schwester Hildegard das Mutterhaus verlassen hat? Schwester Hildegard kam zu dem Schluss, dass sie im Mutterhaus nicht mehr gebraucht wird und Ruhe im Kloster Kaltental finden will. Schwester Hildegard? Reisende soll man nicht aufhalten. Ich fürchte, diese Reise endet in einer Sackgasse, und zwar für Sie beide. Bischof Rossbauer, ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie heute auf Ihre geliebten Kekse von Schwester Agnes verzichten müssen. Oh, der Tee. Und frisch gebackene Kekse von Schwester Agnes. Mm. Ist was nicht in Ordnung? Köstlich. So kann nur Schwester Agnes backen. Ich frage mich, wie dieses Wunder zustande kam. Herr Stolpe, er hat sie mitgebracht, mit den besten Grüßen von Schwester... Von Schwester Hildegard. Es ist nur ein Keks. Aber ein Keks sagt manchmal mehr als 1000 Wörter. Mist. Oskar, bist du verrückt geworden? Frau Schiller, grüß Gott. Wie kann man nur so verantwortungslos sein? Das ist eine Unverschämtheit. Was denn? Mein Sohn vernachlässigt seinen Stundenplan und Sie unterstützen ihn auch noch dabei, anstatt mich anzurufen. Aber ich hab doch nur... Hören Sie auf, sich in unser Leben einzumischen und in meine Erziehung. Oskar, steig ein. Was ist denn? Wenn ich das wüsste. Gott sei Dank sieht mich meine Trude jetzt nicht. Was haben Sie überhaupt gesagt? Dass ich Ihnen bei einem Problem helfe. Ach, Herr Meier. Ich weiß, du sollst nicht lügen. Und ich werde das meiner Trude auch alles erklären. Aber zuerst brauche ich meinen Ehering zurück. Ich frage mich, wie Sie den überhaupt verlieren konnten. Es war Teil der Show. Ich musste zum Tanz. Ach, ich will's gar nicht wissen. Los geht's. Wissen Sie noch, mit wem Sie getanzt haben? Guten Tag. Ich bin Schwester Hanna. Das ist Wachtmeister Meier. Er war gestern Nacht hier Kunde. Der Junggesellenabschied. Wollen Sie mich jetzt verhaften, Herr Wachtmeister? Herr Meier hat, während er mit Ihnen getanzt hat, oder Sie mit ihm, oder wie man das nennt, also jedenfalls, er hat seinen Ehering verloren. Ach Gott, dann war das Ihr Ehering? Sie haben ihn gefunden. Naja, eine Kollegin von mir. Und die hat ihn dann Herrn Wöller gegeben. Also, der ist Stammkunde hier. Zumindest phasenweise, je nachdem, wie seine Stimmung ist. Ach, der Herr Wöller war gestern Nacht hier? Ja, er saß an der Bar und hat getrunken. Er meinte, seine große Liebe würde sich nicht mehr bei ihm melden und er würde sich für die Gemeinde aufopfern und er hätte seinen besten Freund verloren. Also, das, was betrunkene Männer eben so erzählen. Er ist ein sehr einsamer Mann, der Herr Wöller. Was ist jetzt mit meinem Ehering? Ja, den hat er meiner Kollegin abgekauft. Für 200 Euro. Was? Und danach war er wie ausgewechselt. Was hat er denn damit vor? Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Er meinte nur, es sei ein Wink des Schicksals und er würde jetzt sofort zur Tat schreiten und ließe sich von nichts und niemanden davon abbringen. Was machen wir jetzt? Morgen früh gehen wir zu Herrn Wöller und dann holen wir Ihren Ring wieder. Aber was erzähle ich meiner Trude bis dahin? Ja, die Wahrheit, Herr Meier. Dass ich meinen Ehering in einem Stripclub verloren habe und Herr Wöller ihn dann für 200 Euro gekauft hat? Vielleicht versuchen Sie es doch erstmal mit einer Ausrede. Wolfi, ja? Hat Schwester Hanna schon mit dir gesprochen? Ja, sie hat den verzweifelten Versuch unternommen, sich meinem Glück in den Weg zu stellen, aber ohne Erfolg. Drin sitzt der Lehmann, da braut sich was zusammen. Mich interessiert nur, dass Marita mich jetzt erwartet. Wenn du mich jetzt also bitte entschuldigen würdest. Also, dass Liebe blind macht, war klar, aber das ist auch das Gehirn vernebelt. Dafür bist du das beste Beispiel. Wir erschaffen Großes, Hermann. Großes. Großes? Ja. Was du Großes erschaffst, das ruiniert die Gemeinde. Ach.
Erika, Shampoos und eine Vase. Ach, sind die wieder schön? Ja, zu gerne. Schon wieder Champagner? Ja. Wir haben gar nichts zu feiern. Jeder Tag mit dir ist ein Grund zum Feiern. Wolfgang, wir sollten es ein bisschen ruhiger angehen. Ruhiger? Bei dir? Geht nicht. Ich will das traute Glück ja nicht stören. Tu es auch nicht. Geh einfach weiter. Hallo? Wir haben für morgen früh eine außerordentliche Gemeinderatssitzung einberufen. Aha. Ihr wollt euren Kandidaten vorstellen. Wozu? Sei einfach da. Es besteht Anwesenheitspflicht. Aha. Vergiss das nicht. Vergiss ich nicht. Was hat das zu bedeuten? Ach, da will ein kleiner Käfer sich mal aufspielen wie ein großer Elefant. So, bitte sehr. Claudia und ich, wir waren gestern in München im Mutterhaus. Ihr habt mit der Mutteroberin gesprochen? Wir hätten auf dich hören sollen oder zumindest vorher mit dir reden. Es tut mir leid. Ich wollte das so. Und was hat sie gesagt? Sie hat abgelehnt. Sie will nicht, dass Claudia Novizin wird. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Kannst du nicht noch mal mit ihr sprechen? Ja, das werde ich versuchen. Kann ich denn trotzdem bei euch bleiben? Du darfst so lange bleiben, wie du willst. Die Mutteroberin kann dir vielleicht verbieten, Novizin in unserem Orden zu werden. Aber sie kann uns nicht verbieten, dich bei uns wohnen zu lassen. Mit meinem Alleingang habe ich, glaube ich, mehr kaputt gemacht als geholfen. Mach dir keine Vorwürfe, Lila. Das ist nicht deine Schuld. So, kommen wir zu dem einzigen Punkt der Tagesordnung, Vorstellung der Kandidaten. Mein Name ist Wolfgang Wöller. Das hier ist Herr Pieper-Wurm. Bolland-Käfer, angenehm. Auch gut. Möge der Bessere zum Bürgermeister gewählt werden. Damit ist die Sitzung beendet. Auf ein Wort, Herr Wöller. Wir alle wissen ja, welch großartige Pläne der Herr Wöller mit Kaltental hat. Er kauft für 4 Millionen Euro ein Kloster, das nicht mal die Hälfte wert ist, und führt allein damit die Gemeinde an den Rand des Ruins. Das tut mir leid. Kleingeist und Erbsenzähler finden bei mir kein Gehör. Damit nicht genug. Ah, ja? Er möchte auch noch besagtes Kloster zu einem Spaßbad machen, einem Wellness-Tempel. Und jetzt gucken Sie sich das hier bitte mal an. Einen Tempel, der bereits jetzt, kurz nach dem ersten Spatenstich, die geplante Bausumme um mehr als 600% übersteigt. Geben Sie das bitte durch. Wolfgang! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Eine Kuppel über den Klosterhof für 1,3 Millionen? Ich habe mir erlaubt, diese Zahlen unseren Münchner Parteifreunden vorzulegen. Was soll ich Ihnen sagen? Man ist schockiert. Man spricht bereits jetzt von einem Skandal, der seinesgleichen in der bayerischen Geschichte sucht. Also das sind grobe Schätzungen, mehr nicht. Herr Wöller, die Gemeinde muss damit rechnen, dass ihr aufgrund dieses Desasters sämtliche Fördermittel gestrichen werden. Dann können wir ja das Spaßbad vergessen. Ja, gar nichts wird vergessen. Wollen Wöller deinen Weg, ist doch mein Wahlspruch. Die Sache ist vorbei. An dieser Nummer verbrennt sich in München niemand mehr die Finger. Die Seifenblase ist geplatzt. Ja, weil sie unbedingt immer mit der Nase da reinstecken müssen, bevor alles in trockenen Tüchern ist. Kaltental ist bankrott. Ich bin gespannt, wie Sie Ihren Wählern das erklären wollen. Wolfgang? Ja? Diesmal hast du richtig Mist gebaut. Herr Hund? Herr Hund? Au! Ich hab dir was mitgebracht. Aber wir müssen ganz leise sein, ja? Dieser Sauhund muss an meinem Aktenkoffer gewesen sein. Was soll das heißen, keine Kuppel? Ja, der Traum vom Wellness-Tempel hat sich ausgeträumt. Keine Kuppel, kein Wasserfall, alles... Gestrichen? Dann bleibt dir von meinen Plänen überhaupt nichts übrig. Aber wenn der Wallasch die Gelder los ist, die er mir versprochen hat, dann kommen wir mit dem blauen Auge davon. Er hat es dir nur mündlich versprochen. Ein Parteifreund hält sein Wort. Herr Wallasch ist nicht zu sprechen. Oder auch nicht. Das heißt, es ist vorbei. Ja, sagen wir mal so, es sieht nicht gut aus. Oh Gott, wenn sich das rumspricht, bekomme ich gar keine Aufträge mehr. Ich habe immer gedacht, das überlebe ich nicht, wenn ich mal kein Bürgermeister bin. Aber jetzt, ich meine, wir haben doch uns, Marita. Und mein Gebrauchtwagenhandel, wenn es mir hart auf hart kommt. Und was soll ich deiner Meinung nach da tun? Autos verkaufen? Hey, du könntest dich um die Buchhaltung kümmern.
Oskar? Oskar! Oskar? Grüß Gott. Wo ist mein Sohn? Wieso fragen Sie mich das immer? Weil ich ihn schon zweimal hier abholen musste? Ihr Sohn ist nicht da. Warum ist denn seine Schultasche hier? Das weiß ich nicht. Kleinen Moment. Mein Name ist Schiller, ich möchte Anzeige erstatten. Wie ist Ihr Name? Schwester Agnes. Gegen eine Schwester Agnes. Kloster Kaltental, richtig. Wegen Kindesentführung. Hallo, Frau Laban. Ist der Herr Wöller in seinem Büro? Wenn Sie den Rest meinen, der noch von ihm übrig ist, dann immer geradeaus. Wieso? Was ist passiert? Die Bombe ist geplatzt. Es gab eine Bombe im Rathaus? Oh nein. Herrn Wöllers Traum vom Kaltentaler Wellness-Tempel ist geplatzt. Herr Poland Käfer hat den Skandal aufgedeckt. Welchen Skandal? Sein Wellness-Tempel ist ein zweiter Berliner Flughafen. Und das noch vor Baubeginn. Schwester Hanna, diesmal mit Verstärkung. Was erstes, Herr Meier? Ich bin nicht dienstlich hier. Ah, ja. Herr Wöller, was ist mit dem Wellness-Tempel? Ja, das fragen Sie mal lieber diesen Hollandkäfer. Ich meine, ich wollte ja Kaltental in eine glorreiche Zukunft führen. Aber nein, er will lieber die Gemeinde in den Abgrund stürzen, damit die Leute ein Kreuzchen auf seinem Wahlzettel machen. Das heißt, es gibt keinen Wellness-Tempel? In München haben sie Kettern zugedreht. Und warum? Ja, weil dieser Möchtegern-Bürgermeister die Kosten für den Bau ausbesorgt hat. Dabei weiß jeder Politiker, erstmal baut man und dann wird's teurer, nicht schon vorher. Mhm. Schwester Hanna, Berin. Ach so, ja, Herr Wöller, wir haben ein Problem. Bitte. Danke. Der Herr Meier vermisst seinen Ehering. Ja, was habe ich damit zu tun? Soll ich ihn neuen kaufen oder was? Sie waren doch in einem Stripclub. Ich? Ja. So. Mhm. Herr Wöller, ich brauche meinen Ehering. Meine Trude reißt mir sonst den Kopf ab. Ja und? Weiter? In diesem Stripclub haben Sie einen Ring gekauft für 200 Euro. Ach, das war Ihre. Was machen Sie denn in einem Stripclub? Geben Sie uns einfach den Ring und alles ist gut. Ich hab den Ring, also nicht mehr. Mein Gott. Trude dreht durch. Und wer hat den jetzt? Das Marita. Also die Liebe meines Lebens. Deswegen war ich ja dort. Wegen der Liebe Ihres Lebens waren Sie in einem Stripclub? Ja, um zu leiden, war ich dort. Weil ich dachte, die Marita hätte mich verlassen. Und dann war da dieser Ring. Und ich dachte, das ist ein Zeichen. Wie erkläre ich das alles nur meiner Trude? Schwester Hanna, Schwester Hildegard hat angerufen. Ein Junge, Oskar, ist verschwunden. Und Schwester Agnes ist von Revierleiter Bogner festgenommen worden wegen Kindesentführung. Was? Allen guten Geistern verlassen? Er geht nicht ans Telefon. Der kann doch nicht einfach Agnes verhaften. Aber was ist jetzt mit meinem Ehering? Erst müssen wir uns um Agnes kümmern. Die Frau Reinders läuft uns nicht davon. Herr Wöller. Ja, wenn Non verhaftet werden, muss ich doch als Bürgermeister Bescheid wissen. Ach, ja. Jetzt geht's los. Was ist? Fliegen wir? Zusammen mit Revierleiter Bogner. Und wo ist der Ausreißer? Nach dem suchen alle. Hanna, Agnes. Ich weiß überhaupt nicht, was hier geschieht. Du kannst doch nicht einfach die Schwester Agnes festnehmen. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Vielleicht 5 Minuten in Ruhe nachdenken? Was ist denn überhaupt passiert? Der Oskar wollte mit Herrn Huhn spielen und er hat mir gesagt, seine Mutter wüsste Bescheid. Und du hast ihm geglaubt? Ja, was hätte ich denn sonst tun sollen? Und jetzt ist dieser Junge einfach, er ist verschwunden. Wir werden ihn finden und dann ist der ganze Spuk vorbei. Niemand hat die Absicht, sie wirklich zu verhaften. Das lasse ich schon nicht zu. Ja, ich bin aber immer noch dein Chef. Ach. Ist ja gut. Aber dann setzt du dich auch mit dieser Furie von Mutter auseinander.
Mein Sohn ist verschwunden und das ist alles Ihre Schuld. Sie können uns gerne die Schuld geben, Frau Schiller, aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir Ihren Sohn finden. Herr Wöller hat ihn gefunden. Wo? Er sitzt oben im Turm. Was aber ein schönes Versteck ausgesucht. Ich will hier bleiben und mit ihm spielen. Was, statt in die Schule zu gehen? Ich meine, welcher Junge will das nicht? Oskar! Bleib sitzen. Das sieht alles sehr morsch aus. Oskar! Wie haben Sie ihn gefunden? Ja, ich war auch ein Junge. Oskar! Lass mich in Ruhe. Oskar, bitte komm runter. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Aber das ist doch Unsinn. Frau Schiller, bitte. Ich mache überhaupt nicht mehr, was du sagst. Du kommst jetzt sofort hierher und hörst auf mit dem Theater. Vorsicht! Oskar! 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 Vorsicht, nicht bewegen. Rufen Sie den Notarzt. Vorsicht. Hallo? Wir haben einen Notfall. Oh mein Gott. Warum haben Sie sich in unser Leben eingemischt? Das wäre doch alles nicht passiert, wenn Sie nicht so... Ich werde meinen Sohn keine Sekunde mehr aus den Augen lassen. Darauf können Sie sich verlassen. Dann wird er irgendwann wieder davonlaufen. Ich opfere mich auf für meinen Sohn. Ich muss mir das nicht länger anhören. Sie werden nicht müde, das ständig zu sagen, dass Sie sich für Ihren Sohn aufopfern. Was die Wahrheit ist? Aber wenn er das gar nicht will und deshalb zu uns gekommen ist, vielleicht möchte Oskar, dass Sie nach Ihrer Scheidung wieder ihr eigenes Leben leben. Sich wieder Zeit für sich selbst nehmen. Bitte gehen Sie. Frau Schiller, Oskar ist ihr Kind und jede Mutter beschützt ihr Kind, wenn es sein muss, mit ihrem Leben. Aber er ist nicht ihr Eigentum. Frau Schiller, wie geht's ihm? Oskar geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat eine Gehirnerschütterung. Wir behalten ihn für 2-3 Tage zur Beobachtung. Hier danach ist er wieder ganz der Alte. Kann ich zu ihm? Sicher. Danke. Darf ich auch zu ihm? Oskar, Gott sei Dank. Oh, mein Schatz. Alles wird gut. Schwester Hanna. Ja? Wie geht es, Herr Hund? Es geht ihm gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Darf ich wieder mit ihm spielen? Jetzt wird erstmal wieder gesund und dann... Bitte, Mama. Ich gehe auch wieder in die Schule. Und ich lerne auch wieder Geige. Aber bitte lass mich mit ihm spielen. Du darfst mit ihm spielen. Solange ich will. Wenn du deine Hausaufgaben machst. Es tut mir leid, mein Schatz. Ich wollte dich nicht einsperren. Aber nachdem dein Vater uns verlassen hat, da... Du bist das Einzige, was ich habe. Ich hab dich lieb, Mami. Ich dich auch. Frau Rhein, das ist heute Nachmittag abgereist. Ach. Wohin denn? Nach Dubai, soweit ich weiß. Danke. Sie hat nur eine Nachricht hinterlassen für einen Herrn Wöller. Ich kann Ihnen diese Nachricht gerne bringen. Es tut mir leid, auch wenn Sie eine Nonne sind. Ich kann da leider... Wissen Sie, irgendjemand muss ihm schon beibringen, dass ihn die Liebe seines Lebens verlassen hat. Wollen Sie das übernehmen oder soll ich? Ich weiß von nichts. Sie glücklicher. Wiedersehen. Bitte sehr. Na, was sagt er? Kein Wort. Wenn er die Wahl verliert, dann springt er mir von der Brücke. Dann solltest du schon mal sämtliche Brücken sperren lassen, was ich so gehört habe. Hallo, Erik. Schwester Hanna, der Wolfi sitzt schon seit Stunden und starrt nur vor sich hin und sagt kein Wort. Wie schlimm ist es denn? Frau Rhein, das hat ihn verlassen. Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ach, Herr Huber. Ja, ist doch wahr. Schwester Hanna, bitte. Haben Sie den Ring noch bekommen von Wachtmeister Meier, bevor die Marita... Ach, Sie wissen Bescheid? Ja, er hat mich hier vom Flughafen aus angerufen. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Müller.
Hier, diesen Brief, den hat sie für Sie an der Rezeption abgegeben. Wenigstens für einen von uns heute noch ein Happy End. Ich bringe ihn gleich aufs Revier. Da sitzt der Wachtmeister Meier und traut sich nicht nach Hause. Kein Wellness-Tempel, keine Wiederwahl, keine Frau, kein Freund. Willkommen in meinem Leben, Schwester Anna. Einen Freund haben Sie doch noch. Was ist mit Ihnen? Sind Sie auch ein Freund? Heute schon, Herr Wöller. Was morgen wird, werden wir sehen.